Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. So, der Zeitpunkt ist gekommen. Kapitel 1 ist rum. Kapitel 2 ist da. Freude. Alte und neue Funktionen und deren Ableitung könnt ihr auch direkt als Großüberschrift ins Heft übernehmen. Wir starten mit Lektion 2.2 Kettenregel. Tja, wenn ihr euch denkt, 2.1, wo ist die? Die lassen wir absichtlich weg. Die ist jetzt gar nicht so wichtig. Was da drin vorkommt, können wir auch hier in dem Video direkt behandeln. Ihr werdet es verstehen. Wir starten mit einem Beispiel, wie wir es immer tun. F von x ist, Klammer auf, 2x² plus 5, Klammer zu, 8. Für euch gar keine neue Funktion, eigentlich eine alte. Das heißt, und deren Ableitung. Die Ableitung davon wollen wir jetzt wissen. Wir wissen, wir könnten sie bestimmen, wenn wir das hoch 8, wenn wir es ausrechnen würden, aber es wird ewig lang dauern. Es gibt da eine Möglichkeit, wie es einfacher geht. Wie heißt wohl diese Möglichkeit? Die Kettenregel. Die Kettenregel kann man immer dann anwenden, wenn man eine Funktion hat, die aus zwei Funktionen besteht. Einer inneren, das ist die hier in der Klammer, und einer äußeren, das ist hoch 8. Ist irgendwas hoch 8, genau. In dem Fall die Klammer eben. Genau. Ich kann sie auch direkt hinschreiben. Man nennt die äußeren Funktionen, hat sich so eingebürgert, immer u von x. U von x. Und für dieses irgendwas nehmen wir jetzt genau denselben Buchstaben, x hoch 8, also irgendwas hoch 8. Und die innere Funktion, also dieses irgendwas, ist in dem Fall unser 2x² plus 5. Also stellt euch einfach vor, dass dort, wo jetzt das x hoch 8 steht, anstelle des x's die ganze Klammer von oben stehen würde. Genau. Und bei der Kettenregel brauchen wir die Ableitung von den beiden. Das schreiben wir auch direkt nebendran. Hier kann ich euch sagen, gewöhnt euch an, das so aufzuschreiben. Das ist bei der Regel und bei der nächsten wichtig. Macht das bitte auch so, wenn ihr es ins Heft übernehmt. Die Ableitung davon ist leicht. Die ist 8x hoch 7. Und die Ableitung von der Funktion v, von der inneren, ist auch einfach. Das ist einfach 4x. So. Jetzt kann ich die Ableitung direkt hinschreiben. Wenn ich die Kettenregel weiß, ihr wisst es nicht, ich sage es euch einfach mal direkt. Man geht ausgehend von der Ableitung von der äußeren Funktion, also der hier. Setzt aber für das x die alte innere ein. Also ich mache das jetzt mal hier grün. Man nimmt die innere Funktion, setzt die hier ein für das x, hierfür, und erhält dann 8 mal, Klammer auf, jetzt die innere, das hier, 2x² plus 5, Klammer zu, hoch 7. Das ist genauso, wie wenn ihr die Funktion ganz oben ableiten würdet, als wäre da gar keine Klammer. Ihr holt das 8 nach vorne und reduziert dann das 8 oben um 1. Und in der Klammer bleibt einfach genau das stehen, was dort gewesen ist. Genau. Mal noch die Ableitung der inneren Funktion. V war die innere Funktion, das ist die Ableitung, also mal dem hier, mal 4x. Das Ganze kann man noch vereinfachen. 8 mal 4 sollte man auch, 8 mal 4 ist 32, 32x, das zieht man immer in der Regel nach vorne, sieht einfach schöner aus. Mal Klammer auf, 2x² plus 5 hoch 7. So, ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen verstehen, aber es ist immer noch ein bisschen schwierig und ungewohnt, deswegen erklärt euch der Latein nochmal an einem weiteren Beispiel. Wir haben jetzt hier die Funktion f von x gleich Sinus von 3x und verfahren jetzt mit denselben Schritten wie gerade eben auch. Zunächst mal haben wir eine äußere Funktion, u von x, das war hier drüben das, was in der Klammer steht, egal was es ist, hoch 8. Hier ist es jetzt so, die äußere Funktion ist gerade unser Sinus x, beziehungsweise Sinus von 3x. Aber uns ist jetzt egal, was in der Klammer steht, deshalb ist hier als Platzhalter einfach nur ein x. Also Sinus von irgendwas ist die äußere Funktion. So, dann die innere Funktion. Vorhin das, was in der Klammer stand, das passt jetzt auch hier. Das, was in der Klammer steht, ist die innere Funktion. V von x ist gleich 3x. Wir machen von beiden die Ableitung, das kennen wir auch schon, das ist kein Problem.
Die Ableitung vom Sinus ist gerade der Cosinus von x. Und die Ableitung von 3x ist gerade 3. Ja, war auch besonders schwer. Gut, wir machen es wieder genauso. Ich habe es hingekriegt, immerhin. Wir machen es jetzt genauso wie hier drüben. F' von x, also die Ableitung der gesamten Funktion. Zunächst nehmen wir wieder die innere Funktion und setzen sie in die Ableitung der äußeren Funktion ein. Cosinus von 3x. Und das Ganze multiplizieren wir jetzt mit der Ableitung der inneren Funktion. Ableitung der inneren Funktion war das hier. Und dann müssen wir hier hinten gerade noch machen. Mal 3. So, hier gibt es jetzt nicht so viel zu vereinfachen, aber wir können die 3 nach vorne holen. Das sieht allemal schöner aus. 3 mal Cosinus von 3x. So, jetzt haben wir euch einfach da hier eine Regel beigebracht, die wir überhaupt nicht hergeleitet haben. Wir haben sie gar nicht bewiesen. Wir haben euch einfach gesagt, macht es so und so und so. Wir sagen, das stimmt. Aber die Frage ist dann immer, stimmt das wirklich? Oder haben wir euch aufs Kreuz gelegt? Ja, wir können euch ja irgendwas erzählen. Multipliziert das mit dem, setzt das da ein. Ja, machen wir natürlich nicht. Natürlich ist es richtig. Aber man muss sich schon fragen, stimmt das wirklich? Vor allem, wenn wir es, was wir jetzt öfters noch machen wollen, es nicht herleiten wollen. Dann gucken wir uns das immer an einem Beispiel an, was mit der Kettenregel geht, was aber auch herkömmlich geht. Ich habe das mal vorbereitet. F von x ist Klammer auf x plus 4 hoch 2. Nochmal auf dem herkömmlichen Weg, wie ihr es bisher gerechnet habt. Da habt ihr es dann immer vereinfacht. Also was heißt vereinfacht? Ihr habt die Klammer aufgelöst. Das ist die erste binomische Formel, das heißt x² plus 2ab, also plus 2 mal x mal 4, also plus 8x. Plus b im Quadrat, also plus 4 im Quadrat, plus 16. Und davon ist die Ableitung ganz einfach. Ging jetzt auch ganz schnell. 2x plus 8. So, jetzt müsst ihr mit der Kettenregel, das mache ich mal hier nebendran, nicht f' von x, sondern f von x erstmal. F von x gleich x plus 4. So, jetzt beende ich mal noch meinen Satz. Hier müsst ihr mit der Kettenregel ja genau dasselbe rauskommen, wenn man es ableitet. Schauen wir mal, ob das stimmt. Also, die äußere Funktion ist wieder irgendwas im Quadrat. Also u von x ist x Quadrat. Die innere Funktion ist dieses irgendwas, ist x plus 4. Die Ableitungen sind easy. Erteilen. 2x. Super. Yes. 1. Oh. 15 Punkte. Ja. Dann machen wir gleich die Ableitung davon, nach der Kettenregel. Also wieder wie oben. Ich mache es auch schön wieder grün. Die innere Funktion setzen wir hier ein, in die Ableitung der äußeren Funktion. Also wir schreiben 2. Ist gleich. 2 mal, Klammer auf, x plus 4, Klammer zu, mal die Ableitung der inneren Funktion, das ist die hier, also mal 1. Vereinfachen wir es mal ein bisschen, 2 mal 1 ist 2, also 2 mal x plus 4, sieht noch gar nicht so genau gleich aus, aber naja, klar, habt ihr euch schon gedacht, wir können es noch ein bisschen vereinfachen. Wir lösen die Klammer auf. 2x plus 8 kommt hier raus. Genau dasselbe, wie hier auch rausgekommen ist. Also wir sehen hier an einem Beispiel, dass die Kettenregel passt. Das ist kein Beweis, wirklich ist kein Beweis, aber an einem Beispiel haben wir uns nochmal vergegenwärtigt, dass es stimmt und dass es auf jeden Fall stimmen kann. Und die Kettenregel stimmt auch. Und wir schreiben sie allgemein jetzt auch mal auf. Die allgemeine Regel hierzu lautet, ist f eine Verkettung zweier Funktionen u und v mit f von x gleich u von v von x, dabei ist u die äußere Funktion, was zum Beispiel vorhin der Sinus war,
und v die innere Funktion. Das waren die 3x innerhalb der Sinusklammer. Und dann gilt, die Ableitung dieser verketteten Funktion ist die Ableitung der äußeren Funktion, eingesetzt mit der inneren, mal der Ableitung der inneren Funktion. Das ist jetzt alles ein bisschen formal und vielleicht ein bisschen abschreckend, aber wenn wir Übungen machen, wir haben ja eben drei Beispiele gemacht und wenn ihr euch an den Beispielen orientiert, dann bekommt ihr langsam auch ein Gefühl dafür und dann ist diese Regel hier gar nicht mehr so abschreckend. Außerdem ist es die schwierigste und auch wichtigste Regel, die wir eigentlich jetzt lernen. Das heißt, aber jetzt wird es auch einfacher. Juhu! Die nehmen uns beim Wort. So, Aufgabe 1. Bestimme die erste Ableitung. A, f von x ist Klammer auf ein Viertel x plus 5, Klammer zu im Quadrat. Geht genauso wie vorhin. B, f von x ist 2 geteilt durch x Quadrat minus 3. Da habe ich mir was ganz Gemeines einfallen lassen. Boah. Ihr müsst ja erstmal diese 2 nach vorne stellen. Also 2 mal 1 durch das Ganze. Und dann das Umformen mit hoch minus 1. Probiert's mal, vielleicht kriegt ihr es hin. Die C, f von x ist Wurzel 1 minus 3x. Müsst ihr vorher auch das mit der Wurzel umformen und dann die Kettenregel anwenden. Mal gucken, was ihr hinkriegt. Wie gesagt, sind nicht die einfachsten Aufgaben. Aber probiert sie einfach mal. So, wir kommen jetzt zur Lösung. Hier ist die äußere Funktion x², die innere ein Viertel x plus 5. Wir leiten es ab. Dann ist die Ableitung der Funktion die äußere Funktion mit der inneren fürs x eingesetzt, also zweimal Klammer auf, die innere, ein Viertel x plus 5, Klammer zu, mal die Ableitung der inneren Funktion, also mal ein Viertel. Fassen wir noch zusammen, zweimal ein Viertel gibt ein Halb, mal das Ganze ist ein Achtel x plus 5 Halbe. Die B, die schwierige, wir haben das hier, wir schreiben es jetzt um als 2 mal 1 durch x Quadrat minus 3. Wichtig ist, wir können so einen Bruch immer erst umformen in Potenzschreibweise, wenn oben eine 1 steht. Merkt euch das. Ist gleich 2 mal, Klammer auf, x² minus 3 hoch minus 1. So, jetzt können wir die Kettenregel machen. Die äußere Funktion ist 2 mal x hoch minus 1. Die innere Funktion ist x² minus 3. Leiten wir beide ab. Können wir. Hier ist ein bisschen schwierig. Minus 1 kommt nach vorne, ist dann mit der 2 gleich minus 2 mal x hoch minus 2. Aber das könnt ihr alles. Dann ist die Ableitung der ganzen Funktion die Ableitung der äußeren Funktion mit der inneren Funktion eingesetzt. Also minus 2 mal Klammer auf, innere Funktion, x² minus 3, Klammer zu, minus 2 mal die Ableitung von der inneren Funktion. Das hier vereinfacht ist minus 4x mal, Klammer auf, x² minus 3, Klammer zu, minus 2. Das habe ich unterstrichen, weil ich persönlich würde das als Endergebnis stehen lassen. Vor allem, wenn man die zweite Ableitung davon ausrechnen will, ist es dann einfacher. Man kann es aber auch noch vereinfachen zu minus 4x geteilt durch, in Klammern, x² minus 3 hoch 2. Kann man, muss man aber nicht, deswegen ich persönlich mache das auch jetzt nicht. Ich könnte es aber. Die C, f von x, ist Wurzel 1 minus 3x. Wurzel, wie immer, ist das Ganze hoch ein Halb. Klammer nicht vergessen. Die äußere Funktion ist x hoch ein Halb. Die innere 1 minus 3x. Die Ableitung könnt ihr von den beiden. Dann ist die Ableitung der Funktion wieder die Ableitung der äußeren Funktion mit der inneren eingesetzt. Also ein Halb mal, Klammer auf, 1 minus 3x, Klammer zu hoch, minus ein Halb, mal die Ableitung der inneren Funktion, mal minus 3. Ist, hier vereinfacht, macht die Vereinfachung auch immer, minus 3 halbe mal, Klammer auf, 1 minus 3x, Klammer zu, hoch, minus 1 halb. Kann man hier auch noch vereinfachen, aber deswegen, das ist eigentlich gar keine richtige Vereinfachung, es ist nur eine andere Schreibweise. Ich würde es aber auch wieder hier das hier stehen lassen, da man hier leicht die zweite Ableitung ausrechnen kann. Hier, ich sage es einmal, es ist minus 3 geteilt durch 2 mal Wurzel 1 minus 3x. Aber ich mache das hier auch. Wieder weg. Und wir lassen das so stehen, diese drei Ergebnisse. Ich hoffe, ihr hattet zumindest eins richtig. Das ist okay. Wir kommen zu einer zweiten Aufgabe. Welche Steigung hat der Graph von f mit f von x gleich, Klammer auf, 3x minus 2, Klammer zu, im Quadrat, im Punkt p 2, 16? Normalerweise würden wir das jetzt nach unseren bisher bekannten Regeln ableiten und dann eben schauen, was für eine Steigung hat es denn für den x-Wert 2.
Hier machen wir jetzt allerdings ein neues Verfahren, was wir gerade auch bei den Aufgaben von Herrn Fähnrich gesehen haben, mit der Kettenregel. Probiert mal, ich denke, ihr solltet das hinbekommen. Zur Lösung, ich habe nochmal die Funktion hingeschrieben. Unsere äußere Funktion wäre irgendwas im Quadrat, also x². Die innere Funktion, was in der Klammer steht, 3x minus 2, jeweils die Ableitung davon. Und wir setzen es in die Kettenregel ein. Die Ableitung der äußeren Funktion eingesetzt mit der inneren, das haben wir hier, mal der Ableitung der inneren mal 3. Das können wir jetzt noch vereinfachen zu 18x minus 12. Bitte jetzt nicht hier die Aufgabe beenden und froh sein, ja, ich habe es ableiten können. Nein, es ging ja darum, welche Steigung hat der Graph im Punkt P216. Ist aber jetzt kein Problem mehr. Wir setzen den x-Wert 2 in unsere erhaltene Ableitungsfunktion ein. 18 mal 2 minus 12 und erhalten 24. Dann noch den Antwortsatz nicht vergessen. Die Steigung in diesem Punkt ist 24. So, das war es jetzt erstmal zum Thema Kettenregel. Wir werden das in der kommenden Stunde dann ausführlich üben, damit ihr einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Bis dann. Tschüss. Ciao.